Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Silence mit mir, dem Ingo Viva. Und wir waren beim letzten Mal ja hier stehen geblieben, bei diesem Drachen, der jetzt schläft. Und wir müssen irgendwie den Splitter bekommen. Und ich weiß aus Verrecken nicht, wie das funktionieren soll. Das ist traurig. Traurig, aber wahr. Da oben werden wir runtergepeitscht. Aber wir müssen dann, denke ich mal, her. Irgendwas müssen wir machen. Wir müssen die austricksen. Runter. Wir haben eine Vermutung. Aber ich weiß nicht, ob es funktioniert. Das sind ja 1, 2, 3, 4, 5. Oh, wie viele Kügelchen werden wir, wenn wir getötet... Also, sei schon zerkleinert werden, eher gesagt, in unsere Bestandteile. Wie viele Kügelchen werden wir? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah. Vielleicht ist da was. Hä? Haut's dir gar nicht? Wie sollen wir denn das stimmen? Wie sollen wir da hochkommen? Kompliziert! Ich weiß es nicht. Alter, ist das schwierig. Ach, fuck, das brennt jetzt mein Auge, ey. Das ist echt kompliziert, kompliziert. Hautsegel. Was wir natürlich versuchen können. Aber mehr können wir da nicht machen. Wir kommen auch nicht mehr zurück. Wir sind ja hier. Dass wir... mit Feuer irgendwas machen. Die Flüssigkeit anzünden geht auf jeden Fall nicht. Da oben hingehen bringt auch nichts. Also muss ich... Das Einzige, was ist, halt nach unten gehen. Verschlucken lassen, verbrennen habe ich auch schon versucht. Bei der letzten Folge. Geht auch nicht. Also hilft ja eigentlich nur noch. Hautsegel. Ah! Okay. Jetzt kommen wir wenigstens daher. So. Jetzt mal gucken. Können wir jetzt da drüber? Ach, guck mal! Nice! Ah, jetzt verstehe ich das. Mal gucken, was wir jetzt machen. Okay, sie sind alle bewusstlos. Können wir denn da rein? Nee, hat er nicht. Aber wir müssen jetzt wieder ein Ganzes werden, sozusagen. Das könnte natürlich auch noch helfen. Das könnte noch helfen. Dass wir jetzt ein Ganzes werden. Nochmal. Und dann da oben vielleicht nochmal mit Feuer arbeiten oder so. Weil was anderes können wir nicht machen. Definitiv nicht. Ich muss da rein, bestimmt da oben. Okay. Nein, die Leiter benutzen, bitte. Nochmal ein bisschen mit Feuer arbeiten. Ich möchte ja nicht, dass der aufwacht, ne? Ganz ehrlich. So. Einmal bitte Nasenloch. Sieht voll süß aus, ey. Okay, so. Jetzt sind Hautsegel. Auch noch abfackeln, also wir verstümmeln den Drachen eigentlich. Bis zur Unendlichkeit. Ah, das geht auch. Okay, oberes Atemloch. Okay, da kommen wir jetzt da unten lang. Muss man jetzt vielleicht den Splitter... Nee, kann nicht. Jetzt können wir auch wieder nur nach unten. Nach Rini bringt es nicht, weil irgendwie... Es geht auf jeden Fall nicht. Okay. Dann gehen wir nochmal nach unten. Essen bringt gar nichts. Ach stimmt, wir können es ja komisch so giftig machen lassen. Irgendwie so ganz komisch auf jeden Fall. Ein bisschen mal probieren von dem Schleim, der da rauskommt. Und jetzt... Da rein.
jetzt da oben rein. Und dann vielleicht... Jo. Nice. Los, denn. Beruhig dich. Schnell. Ja, bin später. Perfekt. Nice. Cool. Gut, wenn man es einmal weiß. Aber es ist schwierig gewesen. Also ich hätte es jetzt nicht so... Spotty, du bist wieder da. Spotty. Du hast es geschafft. Juhu. Und du hast den alten Janus dabei. So alt bin ich nun auch wieder nicht. Hauptsache, du kannst noch laufen. Wir müssen schnell zum Kronsaal. Und vorher ins Camp. Wer bist du eigentlich? Danke, ihr zwei. Macht's gut. Tschüss. Komm bald mal wieder. Ciao. Die warten ja jahrelang, tausend Jahre da noch. Kacke. Janus! Rini, wie hast du das gemacht? Ja, wir sind jetzt komplett... Spot war dabei. Hast du den Splitter? Hier ist er. So klein? Ich habe ihn mir viel größer vorgestellt. Hauptsache, er erfüllt seinen Zweck. Oh ja, die falsche Königin kann schon mal ihr Testament machen. Frag nach dem falschen König. Wollt ihr der falschen Königin etwas antun? Aber sicher, wir sind schließlich Rebellen. Verdammt, wie funktioniert er denn nun? Vielleicht durch magnetische Kräfte? Halte ihn mal in verschiedene Richtungen. Nichts zu spüren. Ich denke, Janus weiß den Weg zum Thronsaal. Doch nur, weil er den Splitter gefunden hat. Wollt ihr mich verarschen? Das Mistding funktioniert nicht. Überlass ihn mir einmal. Beim großen Gambler, weise uns den Weg. Was soll der Hokuspokus? Greift ihr den Splitter, was soll das? Komm, einfach greifen. Her mit dem Ding. Hey! Tu das nicht. Das ist der letzte Splitter des Spiegels und damit der einzige, der den Weg zum Thronsaal weist. Psst. Wenn die falsche Königin ihn in die Finger kriegt, dann findet keiner mehr den Weg zu ihr. Oh. Und sie hat alle Macht über Silence bei sich. Warum erzählst du ihnen das? Der große Gambler will es so. Wenn das stimmt und das hier wirklich der Spiegelsplitter ist, warum spiegel ich mich dann nicht darin? Weil nur der wahre König sich darin spiegeln kann. Womit bewiesen ist, du bist es nicht. Das kann nicht sein. Das ist der falsche Splitter. Hey, die weiße Strähne steht mir richtig gut, findet ihr nicht? Du spiegelst dich darin? Sie lügt. Ha, gib zu, ihr habt es geglaubt. Wenn ich die rechtmäßige Königin wäre, ich würde die Monarchie abschaffen. Hey, warum sagt mir denn keiner, dass ich einen Fleck auf der Nase habe? Mitten auf der Nase. Nett von euch, dass ihr mich rumlaufen lasst wie einen Clown. Wie kann das sein? Das ist doch total verrückt. Hey, das ist doch toll. Ich wollte immer schon mal Königin spielen. Meine Krone soll Rubine haben. Das ist kein Spiel, Rini. Du weißt doch, was es bedeutet, der König von Silence zu sein. Du weißt das. Oh. Dann bin ich lieber wieder nur ich. Hä? Was redet ihr da? Und wenn du die Königin bist, wer bin denn ich? Ihr Hofnarr. Wer sonst? Na... Mein Bruder. Rini, wenn du die Königin bist, dann ist es deine Fantasie, in der sich das alles hier abspielt. Ich bin nur eine Figur darin. Genau wie alle anderen. Du weißt welche. Sedwick. Ja, juhu. Du bist mein Sedwick. Muss ich was machen? Achso. Ich muss interagieren. So schön, ey. Boah, ich krieg Gänsehaut, ey. Alter, die Musik, die ist so top, ey. Wir sollten schauen. Alter. Sie wird prophezeien, dass wir die falsche Königin stürzen, um Rini auf den Thron zu verhelfen. Wenn das unsere Bestimmung ist? Was? Nein, 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 nein. Nur keine vorherigen Schlüsse. Wir gehen zu Shana, sobald es hell wird. Holen uns die Prophezeiung ab und bis dahin keine weiteren Spekulationen. Hinlegen und ausruhen. Alle. Ich halte Wache. Gut. Machen wir. Ah, jetzt gerade eine Errungenschaft freigeschaltet bei Dings. Kapitel 2. Okay. Boah, wie schön, ey.
Also die Menschen, oder die Entwickler oder die Zeichner, die sowas zeichnen können, großen Respekt, ey. Das sieht so schön aus, ey. Alter. Geil. Das sowas wäre auch ein guter Fantasy-Film. Ganz ehrlich. Schön hochproduzierter Fantasy-Film in der Welt von Silence, ey. Gut, natürlich gibt's Narnia und bla bla bla, aber ey, das ist doch geil, ey. Wow! Meine Heimat, Kalima. Wunderschön! Aber irgendwas stimmt nicht. Das ist ein bisschen ruhig, finde ich. Also so ein klein wenig ruhig ist es. Oder es kommt jetzt gleich noch. Der nächsten Videosequenz. Ja, guck. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 super. Perfekt. Solange ich lebe, ist diese Stadt noch nicht verloren. Verdammt! Schlapphauen, genau. Gott sei Dank. Ich sage, also ich habe gerade so eine Gänsehaut bekommen bei der Musik, wo er den Hut dann aufsaß und bemerkt hat, es ist nicht mein Traum, sondern von meiner Schwester, der. Was ist das hier für eine Hütte? Geil. Wir stehen zu ihr verrückt. Seid still, verdammt! Haltet die Klappe! Sofort! Und man möchte am liebsten nur Screenshots machen von dem Spiel. Zack, 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 zack. Auf meine Schwester drücken. Ey! Oh, scheiß Viecher, ey. Oh, wer war das? Ich krieg keine Luft. Schade, wer sind? Das war ich nicht. Das war Spot. Oh mein Gott. Der Sucher wird dich mitsamt dem Schwert fressen. Lass mich das machen, Kyra. Der hat doch gar keinen Mund, der Sucher. Keine Sorge, er sieht mich nicht. Und ihr verabikadiert euch. Ich bin die Königin, ich rette euch. Ah, so, jetzt können wir endlich was machen. So, was sollen wir denn machen überhaupt? Aber wir können jetzt vieles anklicken. Ich drücke mal wieder die Taste. René, du hast vom Sucher nichts zu fürchten. Er bemerkt dich nicht. Okay, dann habe ich mich nicht bemerkt. Wäre das Seil länger, könnte ich den Sucher ins Schlepptau nehmen. Genau. Okay. Oha, lieber nicht. Sonst zieht mich das Boot ins Wasser. Da ist das Seil. Dann kann man nie wieder aus der Hütte raus und Silence wird untergehen. Ich klinge schon wie Sedgwick. Das Seil nehmen. Das sieht man sowieso nicht. Und jetzt das Seil. Das kitzelt jetzt ein bisschen. Aber das merkst du schon nicht. Du merkst mich ja nicht. So. Und dann das andere Seil. Zack, da hinten. Am Boot festmachen. Nein. Alter, das muss von mir auch sein. Das ist so eine Interaktion. Ich habe gar nicht meine Hand auf der Maus gehabt. Großartig. Ich bin so nebenbei immer. Wenn ich was klicken muss, klicke ich kurz drauf. Okay, und jetzt das Seil am Boot lösen am besten. Tschüss! Oh, warte mal. Oh, wir müssen noch was machen. Die Finger. Ich habe ihn gewarnt. Weg ist er. Ja, das so schnell geht das. Alles okay bei dir? So ist die Königin, ja. Ja, alles klar. Wir können weiter. Wirklich, die Luft ist rein. Wie hat sie das geschafft? Sie ist die Königin. Ja, ja. Auf in die Stadt. Aber mit ihm irgendwas stimmt da nicht. Er ist irgendwie traurig. Wie tief das Wasser hier wohl ist? Sedgwick, kommst du? Ja, doch. Was ich ja komisch finde, also es ist halt immer so eine Vermutung von so Sachen. Aber er ist so komisch, dass er nicht damit klarkommt, dass seine Schwester die Königin ist, also die Chefin, und er gar nicht. Nicht, dass er auf eine dumme Idee kommt, er geht zur Königin und verrät alle. Das ist manchmal ein Film. Hier ist der ist halt Plan. So.
Sollen wir uns etwa alle unter Rinis Mantel verstecken? Wir nehmen den Weg durch die Kanalisation ins Tal der gefallenen Götter. Da wohnt Shana? Toll! Die Sucher werden sich sofort auf uns stürzen, sobald wir die Brücke betreten. Darum werde ich zur Ablenkung eine Bombe werfen. Kommt mit! Das ist doch verrückt. Komm schon, Noah. Hinterher. Wen meinst du? Ich bin Sedgwick. Na komm. Und Horn, die Angriffspiste. Bombe tickt. Bling, 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 bling. Müsste sie nicht... Ach du. Ho, ho, ho. Ah, die Brücke ist kaputt. Scheiße. Hab's doch gleich gesagt. Nö. Nee. Muss ich nichts machen. Ich dachte gerade, das wäre irgendwie wieder eine Interaktion. Ja, was nun, ey? Scheiße. Warum muss er denn das Plankenstück? Mal gucken. Leute, helft mir mal, die Planke über den Abgrund zu schieben. Und dann stellt euch alle auf das Ende da drauf. Gute Idee. Schlechte Aerodynamik, wie Noah sagen würde. Hä? Seit geraumer Zeit verhält sich mein Latissimus Dorsi äußerst unkooperativ. Okay, bei... Mit anderen Worten, er ist alt und hat's im Kreuz. Genau, er kann nicht. Sam? Es ist zu dick. Ich fühle mich direkt geschmeichelt. Aber ich komme da trotzdem nicht rüber. Geht auch nicht. Ich bräuchte ein bisschen mehr Anlauf. Aber wenn wir von der Planke gehen, fällt sie runter. Genau. Sedgwick, dann komm du auf die Planke und spring rüber. Warum nicht? Nein, das schafft er nicht. Er kann nicht gut springen. Aber im Abstürzen bin ich gut. Ich springe nicht rüber, das ist zu weit. Das muss jemand anders machen. Aber wer soll denn sonst darüber springen? Meinst du, so kann ich dich rüberwerfen? Bestimmt. Glaube ich auch. Was muss der machen, ne? Ja, Spotty, prima machst du das. Das Problem ist nur, das Plankenstück ist ja genauso kacke. Warte. Nein, die Planke ist zu leicht. Genau. Alter. Oh, muss ich vielleicht... Warte mal. Was kaputt ist, kann wieder heile gemacht werden. Versuch dich mal schwerer zu machen. Genau. Damit sie rüber kann, das Tor schließen kann, vielleicht. Aber ne, es hackt ja nur einer, oder? Okay, mach dich... Genau, geh mal drauf. Oh, ich glaube, ich weiß es. Das ist ein Rätsel, was nicht ganz so übelst extrem, glaube ich, ist. Ja, Spotty, prima machst du das. So, und jetzt rüber. Gut. Gut, was ist das denn? Gelange auf die andere Seite. Theoretisch, ja. Mehr Gegengewicht, Leute! Alle Götter des Gleichgewichts, haltet schützend die Hände. Oh, wenn nee, schon, nee. Dann unter. Ja, aber wie soll er denn jetzt da rüberkommen? Oh, das ist jetzt so ein scheiß Spiel, wo ich dann jetzt immer gucken muss, gewichtsmäßig. Weil wenn er jetzt rüber, fällt er hin. Also muss jetzt theoretisch er dort
geht auch nicht. What? Jetzt Renee. Wicken im Arsch! Wie soll das denn gehen? Ja, nice. Nach meinen Berechnungen fällst du runter, sobald ich rüberspringe. Aber es geht ja nicht. Doch, das geht. Genau. Hurra, es hat geklappt. Sehr schön. Oh Gott. Okay, muss ich einen anderen Weg suchen. Das geht schief. Du schaffst das, Buddy. Du musst nur richtig Anlauf nehmen. Genau. Spring ordentlich ab. Konzentrier dich auf dein Ziel. Sepa sei mit dir. Das ist ein Süßer, ey. Spotty! Oh nein! Hab's ja gewusst. Wir müssen Spot helfen. Er ist ins Wasser gefallen. Hab's ja gewusst. Hab's ja gewusst. Komm, Renee, schnell. Aber er lebt ja noch. Wir suchen unsere Leute zusammen und treffen uns am Hafen, okay? Okay. Hey, eure Leute sind mir egal. Ich will auch zu Shana. Keiner hält dich auf. Nächstes Mal Zucker. Achso, kann ich mich jetzt entscheiden? Nö. Muss da lang. Schnell die Decke da oben. Oh, oh. Ah ne, ich zeig's lieber doch nicht in der Kamera. Ich lasse es lieber. Oh, das sind die alten Könige, denke ich mal, Köpfe von den Königen. Aber nicht nur. Die Kalimara müssen ziemlich sauer auf ihre Götter gewesen sein. Götter. Samuel sprach nur von einem Gott, aber hat er auch da so viele verschiedene Gesichter? Einen nannte Janus den großen Gambler. Das ist wohl der Obergott. Sie hätten mal besser der falschen Königin den Kopf abschlagen sollen. Renee? Kyra? Wo seid ihr? Ich hab keine Ahnung. Und damit gehen wir auch jetzt ins Ende sozusagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Silence. Und wenn es euch gefallen hat, guckt einfach vorbei. Es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel. Ich kann es immer wieder nur sagen. Boah, Respekt an dem Spiel. Also echt super geil. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.